Dieser Käse. Oh, dieser Käse ist wirklich göttlich, mein getreuer Hofmeister. Ich möchte bitte nur noch ein Stück von diesem... Aber bitte, Eure Hoheit, ich verdiene solch eine Auszeichnung. Sei nicht so verlegen. Jedes Hungern, die man verwöhnt, macht dich zu einem Mann. Ihr sagt es allerdings. Und Ihre Zunge ist die feinste, die ich jemals gesehen habe. Sie ist geistreich, scharf und fliegend. Du bist mein persönlich ausgesuchter Verantwortlicher für die Kultivierung mit dem besten Geld. Ja, hier, da haben Sie vollkommen recht. Und wie würde Eurer Hoheit wohl ein gereifter Parmesan aus Italien munden? Ich würde sagen, sehr gut, Meister Käsemacher. Aber haben wir auch das Geld dafür übrig? Denn davon ist wahrlich nicht mehr viel da. Wir hätten großes Glück, wenn wir dafür ein Brot bekommen würden. Oder, Herr Maus? Also bekommen wir keinen Parmesan? Keine Sorge, Sire. Wir machen, was wir schon immer gemacht haben. Wir handeln mit Sachen aus dem Schloss. Gesundheit, Sire. Wir tauschen einfach einen Kerzenständer gegen den Käse ein und dazu nehmen wir noch das ein oder andere Gemälde. Wenn ich dich nicht hätte. Meine große Leidenschaft ist Käse essen Tag und Nacht. Ob nun blauer Parmesan, ich würde alle Wege fahren. Fress mich durch wie eine Fräse, bin verrückt nach all dem Käse. Singen wir einen Reim feudaler, Grüße an den Emmental. Aufgepasst, bitte seid vorsichtig. So, bitte. In ein paar Wochen wird das der beste Ziegenkäse sein, den die Welt je probiert hat. Papa, kann ich mir das ausleihen? Wenn du daran denkst, es rechtzeitig zurückzugeben. Danke. Die Herrschaften satteln ihre Pferde. Das wird das allerbeste und allergrößte Lanzenturnier, das die Welt je gesehen hat.
Ich muss jetzt gehen. Und wer passt jetzt auf Susi auf, hä? Na gut, aber das Turnier fängt doch gleich an, ohne mich. Erst wird gearbeitet, dann kommt das Vergnügen. Das ist jetzt schon das dritte Mal in diesem Monat. Warum musst du immer das Haus und den Hof kehren, wenn ich gerade Käse mache? Und warum machst du Käse? Irgendjemand muss dieses Haus sauber halten. Ja, aber... Es tut mir leid. Ich mag es nun einmal sauber und ordentlich, das weißt du auch. Mami, kannst du für mich auf Susi aufpassen? Das mache ich, aber sei zum Abendbrot wieder zu Hause. Ich störe dich nur ungern, aber ich warte schon den ganzen Tag darauf, gemolken zu werden. Jetzt bekommst du Ärger. Halt! Johnny, du machst dich jetzt wohl besser an die Arbeit, Ritter. Ja, ja, ist ja gut. Ich hoffe, du hast dir deine Fingernägel geschnitten. Letztes Mal tat's nämlich weh. Wenn ich mich nicht irre, ist Kinderarbeit eigentlich verboten, oder? Diese Kinder heutzutage. Ist doch egal. Guten Tag. Wir grüßen dich. Guten Tag, Mutter. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Was ist mit meinem Käse, den du mir schon letzte Woche versprochen hattest? Ich bitte um Entschuldigung, aber ich besitze leider nur ein einziges Euter. Oh. Komm doch morgen wieder. Dann bekommst du deinen Käse. Dass ihr euch nicht schämt, eine alte Frau so herumzuschicken. Oh. Gut für euch, dass ihr die letzten Käsemacher in diesem Dorf seid. Du benutzt den Käse ja eh nur für deine Mausefallen. Mami, Mami, Johnny hat nicht in den Eimer getroffen. Ist das wahr? Mami, Mami! Hör auf damit. Susi ist gerade das Gras! Kinder, kommt nach Hause! Wir kommen schon! Okay, tschüss, wir sehen uns nachher. Hier, riecht mal! Mein Käse wird besser schmecken, wenn man ihn an der frischen Luft ziehen lässt. Ich finde Käse nicht sehr lecker, weil er stinkt. Er zahlt unsere Rechnungen, also zollt ihm den Respekt, den er verdient. Guter Käse. War gar nicht so schlimm, oder? Ziege, mach dich an die Arbeit. Bin schon dabei. Das wird, wie hoch ist die Rechnung?
Entschuldigen Sie, Eure Hoheit. Guten Morgen. Wachen Sie auf. Bitte sehr, zum Frühstück gibt es ein leckeres Omelett und natürlich ist es mit sehr viel Käse gebraten worden. Ich rieche, das ist Cheddar. Den habe ich extra aus England importieren lassen, sagen Sie. Was für eine Symphonie aus Geschmäckern. Doch gestern habe ich einen weitaus leckereren Käse aus dem nahen Dorf gekostet. Besteht denn die Möglichkeit, dass sich etwa wieder Käsemacher in unseren schönen Landen befinden? Es scheint so. So einen vorzüglichen Ziegenkäse habe ich schon lange nicht mehr essen dürfen. Geh und besorge mir einen neuen Laib von diesem Käse. Oh, beeindruckende Medaille, die ihr da tragt. Käsemeister des Königs. Haha, das erlebe ich zum ersten Mal. Eine Ziege, die sprechen und offensichtlich auch lesen kann. Naja, meine Fähigkeiten sind nicht wirklich erwähnenswert. Wir haben zwar gründlich in unseren Vorratskellern gesucht, doch wie es scheint, haben wir leider keinen Käse mehr, den wir Ihnen mitgeben könnten. Wir wurden letzte Nacht scheinbar bestohlen. Was für eine Schande. Es wird mich wirklich sehr viel Mühe kosten, dies dem König zufriedenstellend zu erklären. Ist das wirklich euer einziges Stück Vieh? Wir können leider nicht mehr Vieh besitzen. Sie reagiert auf alles eifersüchtig, was wir beinahe... Sogar auf den Tisch. Mein Herr, ein Käsemacher mit eurem Talent verdient es, für den König zu arbeiten. Ich setze mich für euch ein. Auf Wiedersehen. Bewegt die Krabbe. Auf Wiedersehen. Gebt auf euch Acht. Mehr Vieh? Der hat vielleicht Nerven. Und was du für große Zähne hast, sagte das kleine Rotkäppchen zu der lieben Großmutter. Die habe ich, damit ich dich besser fressen kann, antwortete sie dem kleinen Mädchen. War die liebe Großmutter nicht eigentlich der Wolf, Mami? Märchen sind voll langweilig und auch nur für kleine Mädchen. Rotkäppchen trug zur Vorsicht einen harten Eisenpanzer. Als der böse Wolf sie dann beißen wollte, brachen alle seine Zähne ab und daraufhin starb der große böse Wolf. Gefällt dir das besser? Ja, das ist viel besser. Und am Ende rettete Rotkäppchen die liebe alte Großmutter. Noch eine. Nein, nein. Eine noch. Morgen ist auch noch ein Tag. Wach auf, Johnny. Geh beiseite. Ich bin ein gefährlicher Ritter und auch ein großer Lord. Ich rate einmal, was es heute Morgen zum Frühstück geben könnte. Käsepfannkuchen? Das ist meine Socke, du dumme Gans. Dann gibt es nur Pfannkuchen? Das ist meine andere Socke, du kleines Blödchen. Wann wirst du nur erwachsen, Bruderherz? Morgen. Seid ihr wach? Sie sind weg!
Was redest du da? Sie sind schon lange aufgestanden. Wenn das so wäre, hätte Mami das Bett gemacht. Wenn sie und Papa auf den Markt wollten, hatte sie wohl keine Zeit mehr dazu. Morgen! Ich gehe auf die Weide. Wir sehen uns am Nachmittag. Bis später! Onkel? Ich mich auf das Klee. Ich bin mir sicher, dass sie auf den Markt gegangen sind. Und das bedeutet dann? Ihre Beine werden ganz schön schmerzen. Anstelle zu arbeiten, können wir den ganzen Tag spielen. Ja. Mein Name lautet Sir John der Hungernde. Ergebt euch. Können wir nicht lieber ein Mädchenspiel spielen? Wer als erster Rübs gewinnt? Sie müssten schon längst wieder da sein. Juhu! Oh. Grundgütiger Herr, was ist denn hier passiert? Wo sind denn eure Eltern? Sie sind auf dem Markt. Oh, warum sollte ich dann heute hierher kommen, wenn sie auf dem Markt sind? Verdammt noch eins! Wenn sie dich heute erwartet haben, sind sie bestimmt doch nicht auf den Markt gegangen. Und wo sind eure Eltern dann? Das wissen wir leider nicht. Mami und Papi sind einfach verschwunden. Oh, heiliger Vater! Der Teufel hat sie sich in sein Höllenreich geholt. Was will denn der Teufel mit unseren Eltern anfangen? Sie haben doch noch nie etwas verbrochen. Aber eure Eltern sind doch Käsemacher. Und der Teufel mag Käse sehr, sehr, sehr gern. Seht ihr? Dort sind Spuren. Der lockige Teufel verliert langsam sein Sommerfell. Oh, seht ihr das? Das ist Kohle. Das gleiche ist auch schon anderen Familien im Dorf passiert. Die waren auch Käsemacher. Gott hilf ihnen und errette ihre Seelen. Sehen wir uns Eltern jemals wieder? Nur wenn sie es schaffen, innerhalb von 3 Tagen aus der Hölle zu entkommen. Ansonsten säubern sie ihnen die Ohren mit Wattestäbchen und kochen dann eine unappetitliche Nudelsuppe aus ihnen. Eine unappetitliche Nudelsuppe? Ja. Oh, ich bin wieder vom Grasen von der großen Wiese zurück. Mäh. Erzählt uns jetzt abends die Gute-Nacht-Geschichte. Und wer wird für uns kochen? Wie kannst du jetzt nur an etwas zu essen denken? Und wie kannst du jetzt nur über Geschichten nachdenken? Wir machen das jetzt so. Wir finden einen Weg in die Hölle und retten eure Mama und euren Papa. Und wie machen wir das? Das werden wir nicht schaffen. Ihr beide gebt jetzt schon auf? Ihr benehmt euch wie kleine, weinende Kinder. Aber wir sind kleine, weinende Kinder. Du kannst nur für dich sprechen, verstanden? Dann muss ich euch wohl die Geschichte von eurem Vater erzählen, wie er nicht aufgegeben hat, um sein Ziel zu erreichen. Vor langer, langer Zeit sind euer Vater und ich nach Prag gegangen, um dort bei dem Bau der schönen Karlsbrücke mitzuhelfen. Das war eine herrliche Zeit. Keiner glaubte uns, dass wir dort mitarbeiten konnten, aber wir gaben nicht auf. Wir haben auf der Baustelle der Karlsbrücke mitgearbeitet. Und die Prager hörten nicht auf, ein sehr schönes Loblied zu singen. Wir werden dich umbringen, Ziege. Ja, so war es damals. Später zwangen sie uns sogar zu bleiben und gute Arbeit zu verrichten. Habt ihr wirklich die große Karlsbrücke mit aufgebaut? Das haben wir. Wären wir nicht gewesen, wäre Prag nichts weiter als eine Furt. Wie toll! Man kann alles erreichen, absolut alles, wenn man es auch wirklich will. Also dann. Glaubt ihr mir jetzt, dass wir eure Eltern aus der Hölle retten können? Aber wir haben doch nur noch 3 Tage Zeit. Oder die Teufel werden ihnen die Ohren mit Wattestäbchen säubern und dann eine unappetitliche Nudelsuppe aus ihnen machen. Kommt mal beide her. Ihr könnt gehen. Was für eine schlimme Tragödie. Auch die allerletzten Käsemacher sind jetzt unerreichbar und in der Hölle gelandet. Der Teufel hat genau wie ihr, eure Hoheit, eine sehr große Schwäche für den allerleckersten Käse. Und ich muss den Käse jetzt wieder teuer im Ausland einkaufen und importieren lassen. In der Tat müsst ihr das wieder, eure Hoheit. Aber ich habe hier gerade einen Käse frisch importiert aus Afrika. Probiert's mal.
Geht, der ist ja schlecht. Das ist kein Käse. Der Inhalt eines kleinen Kästchens scheint lebendig zu sein. Sehr lebendig sogar. Wir könnten eine ganz neue Schachtel frisch aus Afrika bekommen. Im Austausch für Ihren wunderschön bemalten Schrank aus Ihrem Schlafzimmer. Tausch die Sachen sofort. Ansonsten ertrinke ich noch an meiner eigenen Spucke. Ich nehme das mit in mein Schlafzimmer. Passt gut auf, ihr Teufel, wir werden euch jagen. Mit Flöhen werden wir euch attackieren. So etwas kann sich aber auch nur ein Mädchen ausdenken. Und was ist, wenn sie jetzt auch hinter Tantchen her sind? Beruhige dich, die Teufel jagen nur Käsemacher. Deine kleine Schwester hat recht, Johnny. Ich hoffe, dass wir nicht zu spät kommen. Ivo. Hast du eigentlich Flöhe? Ich? Seht her. Hier kann uns bestimmt jemand sagen, wie wir in die Hölle kommen. Ich glaube, wir werden hier Glück haben. Gehen wir. Hier war ich schon viele Jahre nicht mehr. Gebt mir ein Bier, Gastwirt! Wenn das nicht Meister Ziege ist, du musst mir noch deine anderen 18 Bier bezahlen, die du von letzter Woche schuldig bist. Gib mir doch wenigstens noch zwei weitere, das ist dann wenigstens eine runde Zahl. Mein Bruder aus Prag hat mich vor dir, Meister Ziege, ausdrücklich gewarnt. Ist langsamer, mein Freund. Je länger wir auf die Rechnung warten müssen, umso besser. Aber wir haben überhaupt kein Geld mehr. Als ob ich das nicht wüsste. Ich verlange ein neues Bier! Hey, Gastwirt, ich will noch ein neues Bier, habe ich gesagt. Und ich habe dich klar und deutlich gehört. Redest du mit meinem Freund, der ist ein Märchenheld, also sprich ihn gefälligst auch mit dem Respekt an, den er verdient hat. Das werde ich tun, sobald ihr bezahlt habt. Hört mal alle her. Derjenige, der mir den Weg in die Hölle zeigen kann, dessen offene Rechnung werde ich komplett bezahlen. Esst schnell euer Essen auf, das ist unsere Chance. Kennst du denn den Weg in die Hölle? Wir denken uns etwas aus. Du musst zur Teufelsmühle gehen, Meister Ziege. Und wie genau komme ich dorthin? Wir werden dir helfen. Wir heißen der Große, ich bin der Dicke und das hier ist Scharfes Auge. Und wir kennen den Weg zur Teufelsmühle. Und wir können davon ausgehen, dass das auch der richtige Weg ist. Ach, du hast Mut, so mit uns zu sprechen gehört, aber wir haben ausgezeichnete Empfehlungen. Du kannst ja mal Alibaba fragen, wer sich wirklich um die 40 Räuber gekümmert hat. Oder frag die alte Hexe aus dem Knusperhäuschen, wer sie aus dem Ofen gezogen hat, nachdem Hänsel und Gretel sie grausam backen wollten. Und wer hat die 7 Zwerge gerettet, als Schneewittchen sie gemeinerweise und ohne Vorwarnung hat fallen lassen? Das waren wir. Gib uns den Auftrag und wir zeigen dir den Weg in die Hölle. Es ist ganz schön verraucht hier drinnen. Man kann hier nicht gerade gut atmen. Ach, ich muss mal auf die Toilette. Autsch, wer hat denn die Wand hier hingestellt? Andere Richtung. Komm schon, Onkel, bitte. Onkel Ziege. Bitte, Onkel Ziege. Ja, ja, ist ja gut, ihr beiden. Ihr seid angeheuert. Also dann, seid bitte sofort, ich unterschreibe hier, hier und hier. Ich liebe Gulasch. Auf dieses Glück müssen wir noch etwas essen. Zum Glück muss ich das hinterher nicht aufräumen. Autsch! Das ist mir aber ein schönes Trüppchen. Wow. Eine ganz tolle Leistung. Meine Herren, Sie haben offenbar das ganze Restaurant gegessen. Hungrig sind wir Ihnen keine Hilfe und für Qualität muss man bezahlen. Herr Scharfes Auge, wären Sie so freundlich, uns zu zeigen, in welche Richtung wir zur Teufelsmühle müssen? Nein, in unserem Vertrag steht, dass ich nach jeder Einnahme von Mahlzeiten ruhen muss. Und wie steht es mit Ihnen, Herr der Große? Könnten Sie sich mal lang machen und einen Blick riskieren? Nein, kann ich nicht. Ich habe ja auch gegessen. Und Sie brauche ich wahrscheinlich gar nicht ansprechen. Sie können mich ruhig fragen, Meister Ziege, aber ich kümmere mich um den Alkohol. Ich rolle die Fässer umher.
und was nun? Was machen wir jetzt? Werden wir einfach nur rumstehen oder tun wir auch was? Wir können uns auch setzen, wenn Sie nicht so gerne stehen. Da drüben steigt Rauch auf. Toll! Das sah wie ein Teufel aus. Das stimmt, diese Chance dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Das muss die Teufelsmühle sein. Auf geht's! Vorwärts. Sollten wir nicht mit ihnen mitgehen? Müssen wir wohl. Gehen wir los? Hallo, hallo! Wo wollt ihr denn hin, Leute? Wartet auf mich! Willkommen zu Partner. Herein! Bitte entschuldigen Sie die nächtliche Störung, Eurer Exzellenz. Genau. Wir kommen, um den königlichen Schrank abzuholen. Genau. Welchen Schrank? Aber natürlich. Ich erinnere mich. Nehmt ihn ruhig mit. Du nimmst die rechte Seite. Verdammt! Verdammt, was machst du da? Mäuse rum. Irgendwas sagt mir, dass dieser Wald uns hier nicht haben will. Das wundert mich nicht. Nachts lasse ich auch keine fremden Besucher in mein Haus. Ich möchte ja nicht für Unruhe sorgen, aber ich befürchte, dass wir uns verirrt haben. Das ist auch kein Wunder. Man sollte nachts auch nicht durch einen gruseligen Wald... Sei still! Ist es etwa dunkel hier? Ich fürchte mich in der Dunkelheit, das wisst ihr auch. Ich habe große Angst. Schluss jetzt! Je schneller wir die Teufelsmühle finden, umso früher können wir Katie und Jamie befreien. Wir haben nur noch 2 Tage, um unsere Eltern zu retten. Sonst machen die Teufel aus Mama und Papa Nudeln und eine unappetitliche Wattestäbchensuppe. Schluss mit dem Gerede! Ich sage, was wir machen. Genau. Der Fisch verrottet immer zuerst am Fisch? Kopf. Was für ein Fisch? Dort sehe ich auch. In diese Richtung müssen wir gehen. Seht ihr? Dort müssen wir entlang. Und jetzt bewegt euch. Teufelsmühle! Steht auf! Juhu! Juhu! Ich werde hier warten. Die Vertrage kann lange schwingen. Ich möchte nicht erneut für Unruhe sorgen, aber gehört zu einer richtigen Mühle nicht ein großes Wasserrad? Das stimmt. Kein Wasserrad? Ist hier kein Wasserrad vorhanden? Autsch! Hallo? Ist jemand zu Hause? Hallo? Lasst mich mal! Seid bloß vorsichtig! Hilfe, Mann! Mama! Geh endlich weg! Wieso habt ihr nicht auf mich gewartet? Hab ich was verpasst? Hä? Wie geht es Ihnen? Oh, Meister Ziege, bist du das? Bitte hör auf, an mir zu lecken, ich werde ja noch ganz nass! Das sieht nicht aus wie eine Teufelsmühle, wenn ihr mich fragt. Aber es ist wirklich teuflisch merkwürdig hier. Verbeug dich, Helion!
Entschuldigen Sie die unerwartete Störung, liebes Mütterchen, aber könnten Sie uns sagen, wo wir die Teufelsmühle finden können? Diese Eichhörnchen sind immer so frech. Du bist aber ein hübsches kleines Mädchen. Mein Kleines, hast du schon einen Freund? Oh, da habe ich ja meine Hand verloren. Hier, bitte. Sprühe das Wasser des Lebens drauf, ja? Es ist dort oben, Kleine, ja? Dort, dort, ja. Gut gemacht. Du musst ordentlich nehmen. Und wieder wie neu. Man kann immer eine extra Hand gebrauchen. Vergiss nicht, die Salbe wieder zurückzulegen, Kleine. Da fehlt noch etwas. Die Suppe, es braucht noch etwas. Das ist es ja. Jetzt ist die Suppe gut. Oh, davon auch noch etwas. Die Frösche nicht zu vergessen. Es wird aber verdammt heiß hier drinnen. Du hast recht. Lasst uns unauffällig verschwinden. Die Tür ist verriegelt. Okay, das mache ich. Herr der Dicke, hören Sie mich? Onkel Ziege braucht jetzt Ihre Hilfe. Haben Sie verstanden? Das ist aber ziemlich kalt. Das ist für mich unmöglich. Bitte, bitte. Es ist wirklich wichtig, dass Sie uns helfen. Kuchen, 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 leckeren Pastetenkuchen. Warte mir ein, so schnell du kannst, mein lieber guter Wackersmann. Sie hat scheinbar vergessen, ihre Kräuter zu nehmen. Wascht eure Hände und eure Füße und setzt euch an den Tisch. Hilfe! Du bist das! Wow, ist ja super! Wow, Mann, was für ein wilder Ritt! Das hat Spaß gemacht, dir auch? Mir hat es nicht gefallen. Sag Buh zu Tantje, ja? Sag Buh zu Tantje. Wir sollten schleunigst von hier verschwinden. Habt ihr das auch gerade gehört? Habe ich fast vergessen, euch zu sagen, wenn ihr die Teufelsmühle finden wollt, müsst ihr einfach gen Norden und immer dem Fluss folgen. Oh, diese verdammte Alm. Was für ein Gestank! Entschuldigen Sie die Störung, eure überreife Hoheit, aber euer Käse wird zu einer Gefahr für das gesamte Schloss. Als eine Sicherheitsmaßnahme muss ich Sie, eure Majestät, bitten, mir zu erlauben, diesen Käse umgehend zu entfernen und zu vernichten. Ich hatte schon Angst, dass so etwas eines Tages geschehen würde. Es tut mir sehr leid. Tu, was du tun musst, mein treuer Hofmeister. Eure Hoheit, seid ihr sicher, dass ihr mir alles ausgehändigt habt? Wartet, wartet. Wir wandern nun schon seit 1, 2, 3 Stunden. Und in unserem Vertrag steht, dass wir nach so vielen Stunden rasten müssen. Obacht! Oh, 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 oh. Der Dicke, ungeahnt, aber Sie sind ja wahrlich ein geölter Blitz, das hätte ich nicht vermutet. Ja, so mache ich das immer, wenn ich Leute beeindrucken möchte. Der Dicke ist gerade den Berg runtergerollt. Gerollt? Herr der Dicke, geht es Ihnen gut? Natürlich, diese zwei übertreiben nur ein wenig, wie immer. Ich denke, wir haben uns verirrt.
Herr Scharfes Auge, können Sie uns wieder auf den richtigen Weg zurückführen, damit wir die Teufelsmühle auch rechtzeitig finden? Er kann nicht sehen, denn er hat den grauen Star. Warum tragen Sie denn eine Augenbinde? Um cool auszusehen. Mhm. Und wie steht es mit Ihnen, Herr der Große? Können Sie sich überhaupt groß machen? Das kann er nicht. Er hat niedrigen Blutdruck. Wenn er sich lang macht, wird er in Ohnmacht fallen. Und wenn Sie es ganz, ganz langsam versuchen? Es scheint geklappt zu haben. Ach, auch egal. Wir nutzen einfach den Nordstern, um den richtigen Weg zu finden. Dort ist er. Hurra! Der Nordstern. Und dort entlang ist bestimmt der Weg, der zur Teufelsmühle führt. Ich habe beinahe etwas sehen können. Kann mir jemand beim Aufstehen helfen? Unsere Beine sich bewegen, auf dem Weg zur Hölle sich begeben. Diese bösen Teufels heute kriegen Haue, und das heute marschieren wir ganz unbefangen, um schnell zur Mühle zu gelangen. Und jetzt alle zusammen! 1, 2, 3, 4, linker Fuß voraus! Linker Fuß voraus! Die Teufel können uns nichts. Und bist du kein Feigling? Wirst es ihnen schon zeigen. Das ist sehr anstrengend. Mögen unsere Beine sich bewegen, auf dem Weg zur Hölle sich begeben. Diese bösen Teufels heute kriegen Haue, und das heute marschieren wir ganz unbefangen, um schnell so müde zu gelangen. Der Fluss. Hurra! Wir haben es geschafft, wir haben den Fluss gefunden. Aber wir können dem Fluss nicht folgen, wenn ihr euch mal umschauen würdet. Feiert unseren Erfolg, Glück gehabt und trocken sind wir auch noch toll, sind angelangt. So sollte man immer reisen können, das ist wirklich sehr angenehm. Glück gehabt und fanden diesen Weg hierher, sind angelangt. Unser Erfolg ist noch lange kein Grund, übermütig zu werden, junger Mann. Das tut weh. Entschuldigen Sie, Herr der Große, aber Johnny hat damit angefangen. Also sowas. Autsch, er tut mir weh. Psst. Und jetzt hört auf zu streiten, das bringt uns nicht weiter. Ich kann eine sehr große Fläche direkt voraussehen. Ich würde sagen, wir haben unser Ziel bald erreicht. Ich bin sehr krank und mir ist verdammt kalt. Das ist wahrlich eine sehr höllische Reise. Ich wünschte, wir wären zu Hause. Gesundheit. Im Vertrag steht, dass wir das Recht auf ein ordentliches Abendessen haben. Und wo bitte ist unser Abendessen? Das habt ihr wohl in den Fluss fallen lassen. Und damit habt ihr kein Recht mehr auf ein ordentliches Abendessen. Wenn ich mir so überlege, ist diese Reise gar nicht so höllisch. Sie fängt sogar an, Spaß zu machen. Hier. Johnny, Susi, Liebes, seid ihr schon mal auf einem Trampolin gesprungen? Ich hab dort drüben was gesehen. Ein rotes Licht. Das ist bestimmt die Teufelsmühle. Deine Schuhe sind ganz schön spitz.
Was machst du da? Darf ich mitmachen? Nein. Oh, es ist auch mal Schluss. Oh. Teufel, seid gewarnt. Denn wir kommen, um Mama und Papa zu befreien. Wir werden eure Eltern nicht retten können, wenn wir hungrig und müde sind. Das ist gar nicht mal so schlecht, obwohl es nur Käse ist. Entschuldigung. Eure Hoheit, wachen Sie auf. Wachen Sie bitte auf. Aufwachen, aufwachen. Oh, es ist eine Schande, dass wir den königlichen Wecker verkauft haben. Komm her. Hilfe, ein Erdbeben, ein Erdbeben, ein Erdbeben. Evakuiert die Eure Frauen Exzellenz, und die Kinder. Eure Exzellenz, ich bin es. Sie haben, wie mir scheint, schlecht geträumt, eure Hoheit. Ganz im Gegenteil, Hofmeister. Gestern Abend habe ich zum letzten Mal diesen köstlichen Ziegenkäse gegessen. Dafür müsst ihr aber in die Hölle gereist sein, denn der Teufel hat auch den letzten Käsemeister in seine Gemächer geholt. Da war ich auch beinahe, denn ich habe den Käse an der Teufelsmühle gefunden. Was? Und was ist, wenn ihr des Teufels Käse gemobst habt und er ihn wiederhaben will? Jetzt male mal nicht den Teufel an die Wand. Er wird sich mit großer Sicherheit an uns rächen. Der Teufel rächt sich doch nicht für ein kleines Stück Käse. Aber die Hölle ist doch ein Ort voller Mysterien. Da ist die Teufelsmühle. Wow. Die ist aber hässlich. Will man den Teufel unbewaffnet angreifen? Zum Glück habe ich Papas Schwert dabei. Und hopp! Und ich habe diese Flöhe dabei. Die habe ich von Mami. Und ich habe Läuse von meinem Opa mit. Und ich habe Hörner. Und ich habe meinen Verstand dabei. Und ich habe Hunger. Hallo. Hallo? Ist jemand zu Hause? Lasst mich mal gucken. Lasst mich mal. Und was ist mit mir? Ich will auch da rein, wo ihr rein wollt. Ich kann überhaupt nichts sehen hier drin. Wie denn auch, du Blödmann? Du trägst ja schließlich auch eine Augenbinde. Ich habe gerade einen gepolsterten Sessel ertastet. Das ist bloß mein Bauch. Ich habe gerade einen Türknopf ertastet. Das sind bloß meine Hörner. Onkel Ziegel, ich glaube, es ist jemand hier unten. Entschuldigung. Kein Teufel in Sicht. Und was ist, wenn sie nur in der Dunkelheit herauskommen? So heißt es doch auch in den Märchen. Welcher Teufel wohnt denn so weit im Hinterland? Meint ihr wirklich, dass der Teufel sich herauslocken lässt? Ich sehe das auch so wie mein alter Freund. Wir haben keine andere Wahl, als zu warten, bis es dunkel wird. Wir können hier nicht ewig warten. Bald schon ist die Zeit für Mami und Papi um. Und dann werden sie in der Ohrenschmalzsuppe mit Nudeln kochen. Das ist aber unsere einzige Chance. Oder hat jemand von euch eine bessere Idee? Nein. Also ich nicht. Also warten wir, bis es dunkel ist. Das ist es. Das macht ihr ganz wunderbar. Oh, hier. Den Rest legen wir besser für später beiseite. Morgen, Eure Hoheit, werden Sie ein Paket aus Holland bekommen und das wird voller Gouda sein. Aber wir haben doch im ganzen Schloss überhaupt nichts mehr zum Tauschen. Das ist doch gar kein Problem, Eure Hoheit. Wir nehmen einfach Sachen, die Eure Exzellenz am Körper tragen. Für Eure Krone zum Beispiel bekommen wir ganz viel Käse. Ach, das wird mir aber das Herz brechen, meine schöne kleine Aber Eure Hoheit... Jeder meiner Vorgänger hat diese Krone getragen.
Das weiß ich doch, Eure Hoheit. Aber denken Sie an den ganzen Käse, den wir dafür bekommen. Denken Sie an den Käse. Gut für den Käse. Oh, Eure Hoheit, bitte unterzeichnet genau hier. Und dann wird die Übereinkunft mit dem ersten Sonnenstrahl des morgigen Tages in Kraft treten. Strengt euch verdammt noch mal an, ihr faulen Knochen! Es ist eine seltene Ehre, dass ihr Käse aus aller Welt für mich machen dürft! Und morgen ist euer letzter Tag. Der alte Vielfraß hat den Vertrag unterzeichnet. Ich hoffe nur, dass es Johnny, Susi und der Ziege gut geht. Ihnen geht es bestimmt gut. Ich würde alles dafür geben, bei Ihnen sein zu können. Die königliche Krone wird bald mir gehören. Und der alte Vielfraß wird nicht wissen, wie ihm geschieht. Und euch mache ich alle einen Kopf kürzer, wenn ihr mir nicht gehorcht. Wer wird morgen König von diesem Land sein? Das werde ich sein! Ich werde König sein. Ich! Dort unten in der Mühle hatte ich wirklich Angst. Aber hier oben ist keiner. Wacht alle auf! Das ist nicht die Teufelsmühle. Wir müssen sie finden, bevor es zu spät ist. Nein, haben wir nicht. Das ist mir... Geh mal welche holen! Und jetzt? Das dritte Mal in diesem Jahrhundert. Verdammte Arbeit. Ich brauche noch ein Bier. Hä? Was? Das ist unsere Mühle. Was? Wo wollt ihr? Seid bitte so nett und geht wieder. Genau. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wenn ihr uns Jamie und Katie aushändigt, gehen wir, denn ihr habt kein Recht, sie in der Hölle zu behalten. Dein Stottern solltet ihr wirklich peinlich sein. In so ziemlich jedem Märchen stottert ihr. Ich musste das tun. Wir nehmen keine Befehle von dir entgegen. Ich würde das an deiner Stelle nicht tun. Schande über dich. Autsch. Ich stottere überhaupt nicht, Dummkopf. Ah.
Katie und Jamie haben nichts Falsches getan. Seid so nett und lasst sie frei. Niemand erteilt uns Befehle, verstanden? Nicht einmal, wenn die ganze Hölle zufrieren würde. Jetzt kommt schon, Jungs. Seid nicht so dickköpfig. Wir sind doch verwandt. Schaut, ich habe auch Hörner. Dann kannst du es ja auch selber herausfinden. Die Teufel von heute sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Wenn Freundlichkeit nicht hilft, sollten wir vielleicht unfreundlich werden. Was meint ihr dazu, meine lieben Flöhe? Flöhe? Da hast du! Endlich kann ich dich schlagen! Das Einzige, was du schlagen kannst, ist dein Teppich, du Stotterer! Es zieht ganz schön hier drin. Meine Milch könnte gerinnen. Habt ihr das auch gehört? Wer von euch Kreaturen macht diesen teuflischen und leckeren Käse? Das bin ich. Du? Wir alle können das. Wie bitte? Das ist richtig. Wenn das wahr ist, kommt ihr alle zu mir in die Hölle. Dort müsst ihr Käse machen. Ich sammle Käsemacher. Weißt du, was ich sammle? Flöhe, los, schnappt euch den Teufel. Nein, nicht zu mir! Der Flohzirkus ist jetzt vorbei. Kommt her zu mir, meine Lieblinge. Ich bin ein Ritter. Du kannst Gebt mit auf. Meinem Fuß kämpfen. Oh, oh. Ich hasse Türen aus Holz. Ich bekomme mich da nicht raus. Mit dir, Kleine, fange ich an. Du bist am einfachsten zu fallen. Ich will hier bleiben. Hilfe, du Lass das Mädchen hängen, oder es wird dir leid tun. Du feige, einem kleinen, wehrlosen Kind wie mir tun. Bloß aus den Augen, du Monster. Lass meine Schwester auf der Stelle los, du Stinker. Lass sie los, oder ich mache Gulasch aus dir. Heute noch habt ihr gewonnen, aber ich komme wieder und dann werdet ihr euch wundern! Das war der Teufel, der mit einer Fledermaus gekreuzt wurde. Das war weder ein Teufel noch irgendeine Fledermaus. Ich kann meinen Augen nicht mehr trauen. Ich auch nicht. Was für ein widerliches Scheusal. Manchmal befindet sich die Hölle hier bei uns auf der Erde. Das war doch Lucifer, oder nicht? Warum willst du das denn wissen? Er ist hinter uns her. Wir haben ihm schon seit 100 Jahren keine lebende Seele mehr gebracht. Haben wir ihm bis heute keine neuen Seelen gebracht? Dann wird er Wattestäbchen aus uns machen. Ich wüsste da einen Kandidaten, den ihr mit in die Hölle nehmen könntet. Wirklich? Morgen werde ich den Thron besteigen. Dann kann ich mich endlich all dieser Käsemacher entledigen. Ein für alle Mal. Ein für alle Mal. Was für ein Hallo. Wenn ich nur 200 Jahre jünger wäre, dann würde ich ihm eine richtig schöne Abreibung verpassen. Wir werden es also nicht rechtzeitig zum Schloss schaffen, um unsere Eltern zu retten. Außer, das hätte ich fast vergessen, das Wasser des Lebens. Ja, damit werden wir es schaffen. Bestimmt. Treten Gut und Böse an, kommen wir und helfen so dann. Kommt nur zu uns und fragt um Rat. Sie bekommen, was sie verdienen, in der Tat. Teufelsbraten, hört ruhig her, wir machen euch das Leben schwer. Zaubern alle Räuber weg, seid ihr auch noch so gut versteckt. Kommen wir eine Walze an, sind unaufhaltsam. Wir machen euch kurz und klein. Ja,
sind für das Gute hier und jetzt. Drachen und Riesen werden vergrenzt. Alle Schurken müssen gehen. Hinfort mit euch, ihr werdet es sehen. Teufelsraten, hört ruhig her. Wir machen euch das Leben schwer. Zaubern alle Räuber, wächst ihr auch noch so gut versteckt. Kommen wir eine Walze an, sind unaufhaltsam. Ihr macht euch doch so klein. Ich sehe Licht, ich sehe das Licht. Kein Schurke wird uns je entweichen. Zusammen werden wir das Ziel erreichen. Das war verrückt. Wir könnten es vielleicht doch noch rechtzeitig schaffen. Auf geht's. Das war toll. Oh. All das wird mir gehören. Ich kann es kaum erwarten, die Krone zu tragen. Auf zum Schloss! Hurra! Käsemeister des Königs, wir kommen! Jawohl! Wartet auf mich, Jungs! Ganz so schnell. Ein Geheimversteck. Wachen, welch Horror. Das Schloss wird von Teufeln überfallen. Das Schloss wird von Teufeln überfallen. Anscheinend entdeckt. Beeilung! Schneller, wir dürfen auf keinen Fall zu spät kommen. Ich leuchte uns den Weg. Das stimmt. Ich sorge nur ungern für Unruhe, aber ich befürchte, dass meine Zauberkraft langsam zu Ende geht. Es tut mir sehr leid. Ein bisschen länger hätte die Magie ruhig anhalten können. Die Sonne geht auf. Wir müssen diesen Hügel rechtzeitig erreichen. Beruhige dich. Den Hügel zu erklimmen wird total einfach werden. Ein Kinderspiel. Nun schieb doch. Los, schieb Männer, doch. Vorwärts. Ich leuchte uns die Weg. Da vorne. Leuchte mir nicht in die Augen. Nicht in die Augen. Den Weg. Wenn Herr der Dicke anfängt zu wollen, fangt ihr ein Problem, ihn hier wieder aufzustellen. Das ist doch nicht so schlimm. Wir müssen weiter. Gott, wir haben es geschafft, wie ich gesagt habe, ganz einfach. Nein, war es nicht. Doch, Wasser. Hört mit dem Trinken auf, Herr der Dicke. Wir müssen diesen Hügel weiter hinauf und nicht wieder herunter. Aber ich habe enormen Durst. Herr der Dicke, ich flehe Sie an. Hören Sie auf zu trinken. Sie trinken mir mein Haus weg. Ich lebe. Nicht nur getrunken wird, da gibt es weniger Wasser. So ist es nun mal. Wie gemein von Ihnen, Herr der Dicke. Sie müssen aufhören zu trinken. Dann sag uns jetzt, wie wir am schnellsten zum Schloss gelangen, Herr Wassergeist. Das kann ich aber nicht. Ich bin vertraglich zur absoluten Verschwiegenheit verpflichtet. Aha, das wollen wir doch mal sehen. Ja? Trink schneller. Und? Ich sage es euch, aber gebt mir mein Zuhause wieder zurück. Macht euch für den Kampf bereit. Staubt die Kanonen ab und begebt euch an die Schießscharte. Aber eure Hoheit, wir haben doch überhaupt keine Schießscharte. Das ist keine Ausrede. Macht es einfach. Ich muss mich vor den Teufeln verstecken. Danke.
Du bekommst das Wasser in wenigen Augenblicken zurück. Ihr solltet nie vergessen, dass meine Vorfahren das Wasser hier hochgebracht haben. Kelle für Kelle haben sie es hochgeschleppt. Und das war sehr mühselig. Teufel! Die Teufel fallen ins Schloss ein. Rettet euch! Teufel! 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 Was zum... Oh. Oh. Käse-Hofmeister-Medaillen? Mein Wecker? Du steckst also hinter dem ganzen Hofmeister. Wassergeist, hier kommt ihr zu Hause. Wie bitte? Oh nein! So, helft mir doch! Eure Majestät, es sind doch mehr Teufel in das Schloss eingedrungen, ganz gruselige sogar. Wo kann ich mich jetzt noch verstecken? Wenn ich euch einen Rat geben darf, Eure Majestät, versteckt euch dort, wo es am offensichtlichsten ist. In den Krönungssaal! Beeilung! Ja, eine gute Idee. Wenn wir ganz leise sind, wird man uns nicht entdecken. Hier entlang und seid ruhig. Es wird nichts passieren, solange wir ruhig sind. Ruhe. Aha. Drängt sie zurück! Das war ganz schön knapp. Das kann man wirklich sagen. Komm her, Kumpel. Was machst du mit mir? Warte auf mein Signal. Was hat er vor? Und Feuer! Okay. Jetzt lässt die Magie bei dir auch nach. Schade. Hast du etwa keine Munition mehr, Blinky? So war das Ganze aber nicht geplant. Hat jemand von euch einen Plan B? Ich kann keinen Ausweg finden. Da vorne steht eine Tür offen. Schnell, schnell. Ihr müsst hier verschwinden. Ich werde sie aufhalten. Jetzt, wo ich wieder alles klar und deutlich sehe, kann ich mit Gewissheit sagen, dass wir umzingelt sind. Das ist ja wie damals in Paris, außer dass hier nirgends Rauch ist. Eure Majestät, wir sind hier, um Katie und Jamie aus den Fängen des Teufels zu retten. Hey Leute, ich schaffe es nicht mehr lang. Und außerdem sind wir gekommen, um Eure Majestät zu warnen. Sie befinden sich in höchster Gefahr. Eure Majestät, ich habe sehr gute Neuigkeiten für Sie. Die Eindringlinge sind umzingelt und können somit nicht entkommen. Bringt die Gefangenen in den Kerker. Eure Majestät, glauben Sie den königlichen Käsemacher? Sei eine brave Ziege. Aufhören, lasst sie gehen! Warten Sie, Eure Exzellenz. Sie haben noch nicht diesen köstlichen Käse probiert. Gereifter Ziegenkäse aus der schönen Türkei. Und er schmeckt vorzüglich. Nehmen Sie einen kräftigen Zug, Eure Hoheit. Nein! Du willst mich mit diesem Käse nur bezirzen. Und das mache ich nicht mehr mit, du Halunke! Ich, ein Halunke? Aber wie kommt Eure Hoheit denn auf so etwas? Ich will doch nur euer Bestes. Du bist ein Halunke. Du hast fast meine ganze Familie entführt und redest dich jetzt um Kopf und Kragen. Ach, was für ein Dummkopf ich doch war. Ich habe fast mein ganzes Schloss gegen deinen Käse getauscht. Nehmt ihn auf der Stelle fest. Ah! 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 Wenn ihr mir zu nahe kommt, werde ich den König mit diesem Käse ersticken. Ah!
Habt ihr wirklich gedacht, dass ich mich so einfach einsperren lasse von solch ein paar einfältigen Feiglingen? Ihr wisst ja nicht, mit wem ihr es zu tun habt. Ihr könnt gegen mich nicht bestehen, denn ich bin viel zu gemein für euch. Ich werde der neue König sein und ihr müsst euch dem beugen. Denn wenn in den kommenden Minuten der Hahn krähen wird, könnt ihr nichts mehr dagegen tun. Bereitet eure Lobreden vor und ich verlange nur Schmeicheleien. Glaubt ihr mir etwa nicht? Ich habe es hier schwarz auf weiß und der alte Mann hat es unterzeichnet. Ja, verschwindet und ihr auch. Von jetzt an bin ich der einzige und mächtigste König. Wer von euch es jemals wagen sollte, mich wieder Hofmeister zu nennen, wird einen Kopf kürzer gemacht. Ich hatte eine ganz fürchterliche Kindheit. Die Kinder haben mich verspottet. Mein Kopf würde wie der eines Pferdes aussehen. Sie haben mir Hafer zu essen gegeben. Sagt der Hafer? Einmal haben sie mir einen Sattel aufgesetzt. Aber jetzt bin ich es, der lachen wird. Tötet sie alle und die Käsemacher auch. Was soll ich tun? Lass uns das rein! Wenn das so ist, machen wir es eben auf die ganz altmodische Art. Achtung, da unten, ich komme! Ich bin König, ich bin König, ich bin König! Und jetzt ist es Zeit für eine kleine Siesta. Wenn mich jemand sehen will, muss er warten, damit ich für die Hinrichtungen am Nachmittag frisch bin. Was ist das? Das alles wäre nie passiert, wenn mich mein Appetit auf frischen und neuen Käse nicht so fürchterlich blind gemacht hätte. Ach, mein lieber König, das wird schon wieder. Ich streichle Ihnen auch Ihren Kopf. Das ist alles meine Schuld. Erreichen, was man will. Also dann, glaubt ihr mir jetzt, dass wir eure Eltern retten können? Onkel Ziege? Onkel Ziege? Oder willst du lieber wie ein kleines Kind herumweinen? Aber ich bin noch ein kleines Kind. Das ist keine Entschuldigung. Du kannst alles tun, was du willst. Vergiss niemals, wessen Tochter du bist. Aufgaben für den kommenden Monat. Jeden bestrafen, der jemals über mich gelacht hat. Pferde ungesetzlich machen. Käse wird auch ungesetzlich. Wartet, ich befreie euch gleich. Das ist meine Schwester. Oh. Guck mal an Seil. Das ist nicht witzig. Komm hier lang. Na gut. Nein, nein. Hier vielleicht. Hier ist es. Hier bin ich richtig. Jetzt muss ich nur noch.
Was soll das? Oh, wie kannst du es wagen, du kleine verdorbene Göre? Wenn das so ist, machen wir es eben auf die ganz altmodische Art, du kleines hässliches Pferdegesicht. Wie bitte? Was hast du gerade gesagt? Was ist das? Komm her zu mir. Ich hab dich gleich. Komm her. Was ist das? Was hat das zu bedeuten? Autsch, das tut weh! Der, der als letztes lacht, lacht am besten. Aber ich lache nicht. Autsch, danke. Jetzt ist deine Zeit gekommen, Lucifer, erwarte dich. Ja. Mami, Papi. Johnny. Juhu. Wo ist Susi? Wo ist Susi? Hallöchen, ich will auch einen Kuss. Susi. Achtung da unten. Ich komme. Yippie. Das macht Spaß. Susi, das war super. Dafür, dass du ein Mädchen bist. Johnny! Schwesterherz. Wie schön das doch ist. Mami, Papi. Meine Kinder. Oh nein, von Tränen stand aber nichts im Vertrag.
ein königliches Paradies. Klingt das nicht schön? Von nun an sind alle vereint, keiner böse und gemein. Dazu die Ritter und Waffen frei, sie sind alle mit dabei. Und alle freuen sich. Und kommt ein Floh einmal daher, dann habt ihn lieb, das ist nicht schwer. Ich würde schon bevorzugen eine der Ritterrüstungen. Das Allerschönste ist daran, dass ich für Helden waschen kann. Doch liebe Frau, so gib fein Acht, dass keiner in die Hose macht. Eine neue Zeit bricht für uns nun an. Ja, und im Wandel dieser Zeit, wer hat da noch Angst? Ein königliches Paradies, klingt das nicht schön? Von nun an sind alle vereint, keiner böse und gemein. Dazu die Ritter und Wachen frei, sie sind alle mit dabei. Und alle freuen sich. Verrückte Dinge fallen dir ein und keiner wird dann böse sein. Nein, machen Blödsinn ich und du und alle schauen dabei zu. Ich tanze mit ganz dick und rund und habe Spaß, das ist gesund. Ein bisschen Glück und ganz viel Liebe soll die beste Medizin sein. Was macht dann einen himmlischen Käse nur so himmlisch lecker, Meister Ziege? Es könnte daran liegen, dass ich gerne Bier trinke. Wenn deine Arbeit erst erledigt ist, sollte man sich auch etwas amüsieren dürfen. Eine neue Zeit bricht nur für uns an. Ja, und im Wandel dieser Zeit, wer hat da noch Angst? Ein königliches Paradies, klingt das nicht schön? Von nun an sind alle vereint. Danke sehr. Vielen Dank, Jungs. Los geht's. Das Kind soll die Gift. Autsch, das tut weh. Von nun an bin ich anständig.